Moin, willkommen zur zweiten Folge der FIFA 18 WM-Modus. Karriere wollte ich gerade sagen. WM-Modus. Es geht gegen Schweden. So, das könnte meine Elf sein, aber ich werde, glaube ich, nochmal rotieren. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Kedira dürfte jetzt mal rein für Kroos. Dann, wen könnten wir noch nehmen? Da unten haben wir noch Gnabry, Götze. Also es waren sehr viele mitgekommen, muss man sagen. Götze, würde ich sagen. Für Brandt auf der Bank. Oh, ich sehe gerade, das ist noch ein Höwe, das ist cool. Younes, Volland, Weigel. Aber das reicht erstmal. Dann gehen wir rein. Gegen Schweden. Das zweite Spiel. Im Fischstadion, erbaut 2013, 48.000 Kapazität in Sochi. Okay. Das erste war, glaube ich, in Moskau gewesen. So, Optionstaste, ja, bitte. Und ich habe keine Ahnung, warum wieder die Mucke kommt. Die Musik war auf Null. Ich kann es nicht verstehen. Ich hoffe, das macht mir auf YouTube keine Probleme. Deutschland gegen Schweden. Auf geht's. Falls es doch Probleme macht, weil ich produziere gerade ein bisschen vor, dann muss ich mal gucken, wie ich das denn hier mache mit dem Folgenden. So. Aber erstmal Gündogan, der ja im ersten Spiel sein Traumtor gemacht hat. Draxler auf Gomez. Gomez. Ah, Lindelöf hat sich den Ball erobert. Forsberg. Auf Berg. Aber Rüdiger, Rüdiger, was machst du da? Ah, die Grätsche war nicht gut. Gündogan, super, Hummels. Auf Thomas Müller. Sami Khedira. Da oben links haben wir nochmal die Tabelle. Sieht bisher gut aus. Aber ich betone mal bisher. Gündogan auf Kimmich, weil wer weiß, was jetzt noch alles passiert. Müller. Özil. Viel zu hoch. Da kannst du ja wirklich Vögel abschießen. Mann, oh Mann. So, Gomez. Ah, schade. Gündogan. Nee. Kimmich. Hummels. Khedira. Müller. Schöne Drehung. Vorteil. Okay, gibt keinen Vorteil. Freistoß Deutschland. Thomas Müller für den Aus. Flank rein auf Draxler, Gündogan, nein. Wieder Müller am Ball. Özil, Gomez, Gündogan. Raus auf Hector. Draxler. Özil auf Gomez. Schade. Olsen pariert ihn und gibt seinen Mitspieler gerade, wenn ich es richtig gesagt habe, noch eine Backpfeife. Was war das denn gerade? Schade von Gomez. Olsen hat den. Klasse Kopfball aber gewesen. So. Hector, kriegst du den? Ja. Auf Khedira. Oh, nicht auf Gomez. Schade. Nee, Grätschen bringt nichts. Berg. Gegen Kimmich. Ah, Hummels kam nicht ganz ran. Schade. Aufpassen. Oh. Okay, ich dachte gerade Elfmeter, aber nein. War eine super Grätsche. Aber das war riskant. So ehrlich muss man es sagen. Gomez, Özil, Khedira, Kimmich. Müller, Özil, Müller, Kimmich. Einwurf Deutschland. Gomez. Schade, Özil. Jawohl. 1 zu 0. Der Mesut. Mesut Özil. Ja, hier. Und Özil. Schön gemacht. Da haben wir ihn. Mesut Özil, 33. Minute.
Mesut Özil. Berg, Rüdiger, super. Tedera, Özil. Nee, Johansson hat den Ball. Berg. Roden, wieder auf Berg. Boah, gut gehalten. Ecke Schweden. Da musste ein Neuer sich mal lang machen. Boah, nicht ungefährlich. Also Schweden mischt gut mit, das muss man mal sagen. Draxler, Özil, Kedera, Kimmich. Thomas Müller, kriegt er den noch? Ja, aber nicht gut weitergepasst. Den kriegt Hector, macht er ganz cool. Auch Draxler, Özil. Dafür macht Özil nicht so gut. Neuwohnen. Auf Berg. Oh, Neuer. Und das ist Gott sei Dank nur das Außennetz, den Rot geschossen hat. War nicht mal ungefährlich. So, Schiedsrichter, ich wollte gerade sagen, pfeifen Sie bitte ab. Danke. Okay. Zur Halbzeit muss ich ganz ehrlich sagen, das knappe 1:0 geht voll in Ordnung, weil Schweden ja im Nachhinein gut Druck gemacht hat. Und ich sag ganz ehrlich, die werden auch, denke ich mal, weiter Druck machen. 1:0 ist nur ein knappes Ergebnis. Gündogan. Hector. Aber man darf Schweden auf gar keinen Fall unterschätzen. Özil. Özil. Muss zurückpassen auf Kimmich. Schweden stellt gut zu. Özil auf Müller. 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 Özil verschießt den leider neben das Tor. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Özil kriegt den Kopfball nicht. Aber er ist immer ein Spieler im Fokus. Rüdiger, super. Kedera, Draxler. Hat bisschen Platz. Hat bisschen Platz. Flanke auf Müller. Den hat Olsen. Schön. Draxler. Gündogan. Kedera, bisschen riskant, aber Gündogan kriegt den. Ah, gute Idee auf Müller. Na, Müller, kriegst den noch? Nein, weil er lässt ihn für Einwurf Deutschland raus. Okay. Oh, Albin Ekdal für Jakob Johansson. Albin Ekdal, Ex-HSVer. Oh, Draxler, komm. Draxler an den Pfosten. Ja, Albin Ekdal, Ex-HSVer. Ich weiß gar nicht, spielt der überhaupt heute noch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der hat schon Karriereende. Würde ich jetzt behaupten, ich weiß es nicht. Wenn das einer weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder lasst gerne kostenlos ein Abo oder Like da, um mich zu unterstützen. Würde mich riesig freuen. Ah, Draxler nicht gut. Da haben wir Ekdal. Der Ex-Hamburger. Zu dem Zeitpunkt 2018 war er, glaube ich, sogar noch Hamburger. Das war abseits. So, Reus für Draxler. Und Larsson für Roden. Ich will das mal andersrum sagen. So, Larsson für Roden. Und Marco Reus für Julian Draxler. Schöner Mario Gomez. Oh, los Gomez. Oh, schade. Da wollte ich den nochmal querlegen auf Müller, aber da hätte ich einfach schießen müssen. Ah, Gündogan, schön, Reus. Ah, Özil, nicht gut. Nicht gut von Özil, aber Özil behauptet sich den Ball wieder. Thomas Müller. Nicht gut, Müller. Verlieren da die Bälle zu schnell, das ist nicht gut. Und wenn man die Chancen nicht nutzt, oder das so verdattelt, sage ich jetzt mal, schön Hector, dann kriegt man irgendwann die Strafe. Reus. Auf Gomez. Özil. Müller. Ah, Gomez.
nix da. Ah, Rüdiger. Ah, Kimmich. Zurück auf Neuer. Noch 10 Minuten. Ich würde sagen, wir können mal noch wechseln. Und zwar Werner für Gomez. Würde ich sagen, Götze. Dafür Ösi noch ein. So. Und da wir ja mit Reus ja schon den Wechsel hatten, da konnte man ja damals statt 5 nur 3 mal wechseln. Kann ich nur noch die beiden logischerweise bringen. So, Kedira. Özil. Schlechter Pass auf Reus. Oh, das machen die gut. Ja. Uff. Das ist das, was ihr meintet. Wenn wir die Chancen nicht machen, kriegen wir zum Beispiel von Toivonen den Gegentreffer. Das ist bitter. Werner. Werner nochmal auf Götze. Runter auf Hector. Hector hat Platz. Das ist bitter. Ah, das war nicht gut geflankt. Hummels auf Kedira. Oh, gute Idee, aber der kommt nicht auf Werner an. Das ist bitter. Liebe Nachspielzeit, 2 Minuten. Oh, das ist bitter. Neuer. Oh, Glück gehabt. Beinahe noch der Rückstand. Das wäre es ja noch gewesen hier. Oh, ich glaube aber, das war es jetzt, ne? Das müsste doch jetzt zu Ende sein. Wir sind doch schon drüber. Jawohl. Okay, unentschieden. Das ist bitter. Am zweiten Spiel. Löw gratuliert. Das war's. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen für die zweite Folge hier. Und bis zum nächsten Mal. Hier nochmal die Tabelle. Tschüsschen, euer Labi. Auf Wiedersehen. Mach es gut. Tschüss.